Hallo, Squad, ich bin herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Horror-Einteiler. Wieder mal ein Turn-Max-Game. Vielleicht habt ihr genau hier vor ein bestimmtes Horror-Game gesehen. Und zwar A Girl's Fabric Face. Wenn ihr es nicht gemacht habt, würde ich es sehr empfehlen. Denn dann könnt ihr genau die Erfahrung miterleben, die ich hier gerade mache. Denn ich nehme das Spiel gerade genau danach auf, nachdem ich das andere aufgenommen habe. Das heißt, wir können genau die beiden Spiele vergleichen, die er gemacht hat. Das eine hat er 2017 gemacht. Dann hat er dazwischen Sweet 776 gemacht, was wir vor längerer Zeit gespielt haben. Und dann hat er jetzt vor, am Tag des Releases von A Girl's Fabric Face, wo ich das Video hochgebracht habe, hat er das Spiel herausgebracht. Ich weiß nicht genau, wann ich es hochlade. Aber ich spiele es gerade genau am Tag des Releases. Das heißt, es gibt exakt eine positive Review und die war eine Meme-Review. Das heißt, wir wissen absolut nichts über das Spiel. Es kostet 4 Euro. Ich bin ein, jetzt, nachdem ich zwei Spiele von ihm gespielt habe, ziemlich großer Fan von seinen Games. Der hat auf jeden Fall Pacing und so extrem gut drauf und kriegt als Ein-Mann-Team ziemlich guten Horror hin. Der hat einfach gute Ahnung, wie Atmosphäre und sowas macht. Das heißt, wir springen jetzt hier rein. Das wird dann bis jetzt längstes Spiel sein. So circa eine Stunde gehen. Und als Beweis, dass ich das wirklich direkt danach aufnehme, hier ist die Red Bull Mate, die ich eben aufgemacht habe im Video. Das heißt, wir spielen das jetzt, springen rein. Oh Gott, damit. Und hoffen, dass es genauso gut ist wie die anderen Spiele von ihm. Turnvex Games, more spooks, perhaps. Unless? Fragezeichen. Heavily aggressive horror elements. Schon wieder, sehr schön. Konsole Doctor before playing Tap 6. Ich glaube, ich werde das wieder ins Thumbnail reinmachen. Das ist mittlerweile ein Running Gag von meinen Thumbnails mit Turnvex Games, dass ich immer die Warnung einfach ins Thumbnail reinpacke. Und das scheint bei euch jedes Mal ganz gut anzukommen. Und ich glaube, ihr wisst mittlerweile auch, dass es einfach immer die Warnung vom Anfang des Spiels ist. Please note, kein Safe Game, bla bla bla, ich weiß, 60 Minuten. Das ist übrigens sehr, sehr schön, dass der Entwickler ist, der am Anfang mal hinschreibt, genau wie lang das Spiel geht. Und dass man es am Stück durchspielen sollte. Damit man halt einfach so ein Feeling dafür hat, wie lange es geht. Weil oft bei manchen Spielen ist immer so eine Sache. Da gibt es Videos, die gehen 2 Stunden, manche dauern 5 Stunden. Und so eine ehrliche Einschätzung vom Entwickler ist dann meistens ganz cool. Okay. Heute 2007 bereite ich meinen Abstieg in die Purple Lavender Mine vor, bevor sie morgen zu betoniert wird, okay? Ich habe meine Sachen auf Ebene 1 gelassen letzte Woche, um mich darauf vorzubereiten, dass ich heute absteige. Sie wird von der Mine vom Militär bewacht, aber das habe ich nicht davon abgehalten, den Weg hineinzufinden und zu versuchen, hineinzusteigen. Okay? Ich weiß nicht, ob es die Mine in echt gibt. Vielleicht schon. Unglücklicherweise haben viele Leute ihr Leben verloren, als sie versucht haben, die Mine einzusteigen. Und niemand genau weiß, warum oder was genau passiert ist. Okay, es gibt so wenig Informationen über diese Mine online, also hoffe ich, dass ich heute diese Informationen mit euch teilen werden könne. Let's do this. Uiui. Okay. Das ist definitiv ein visuelles Upgrade im Gegensatz zum Spiel, was wir vorher gespielt haben. Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt, weil jetzt haben wir so quasi mal einen kompletten Katalog von einem Entwickler im Laufe von 4 Jahren und können echt mal sehen, wie sich die Spiele im Laufe der Zeit verändert haben, verbessert haben oder vielleicht geht es in eine falsche Richtung, man weiß ja nicht. Finde ich cool. Hold Shift to Sprint. Pause Menu if required. Throw a Glow Stick, okay. Das ist übrigens ein Spiel, wo der Name des Spiels alleine eine gewisse Atmosphäre aufmacht. Einfach Depth 6, also die Ebene 6. Ich kann mir davon ausgehen, dass es hier 6 Ebenen geben wird. Und auf der 6. Ebene werden wir irgendwas Seltsames finden. Das gibt schon mal eine gute Spannung und eine gute Stimmung. Kann ich erlangen? Wie, habe ich keine Taschenlampe? Ich habe eine Taschenlampe. Ich habe noch keinen dabei anscheinend. Habe ich Glowstick schon? Nö. Okay. Okay. Ich meine, der Entwickler ist russisch. Ich weiß nicht, ob es irgendwie eine russische Mine gibt, die genau den Namen trägt und ob über die es vielleicht ein paar Urban Legends oder sowas gibt. Es kann auch sein, dass die einfach komplett erfunden ist. Okay. Also vor allem im Gegensatz zu Girls Fabric Face ist das hier visuell schon ein Upgrade. Aber wie ihr wisst, für mich ist das Visuelle meistens völlig irrelevant. Bei mir ist es meistens so, sobald ich in dem Spiel drin bin, nach den ersten 2-3 Minuten, wenn man im Spiel wirklich drin ist und das Feeling hat, dass man die Atmosphäre aufsaugt, ist eigentlich alles Visuelle im Spiel einfach immer nur noch Mittel zum Zweck, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ich habe schon öfters mal erklärt, aber sobald man einfach wirklich das Spiel spielt und man sich gedanklich wirklich darauf einlassen kann, fühlt man eigentlich nur das, was das Spiel übermitteln will. Und alles, was man sieht, geht eher in den Hintergrund. Okay, Ebene 1. Ebene, eher das Gegenteil von Ebene.
Ich hoffe, er macht immer noch den gleichen Horror, den er in den Spielen vorher mal gemacht hat. Weil da war er definitiv auf dem richtigen Weg. Der mir zumindest sehr gefallen hat. Anscheinend auch vielen anderen Leuten. Und seine Games hatten ja meistens 85-95% positive Bewertung. Ja, habe ich jetzt meine Taschenlampe immer nicht? Soll das so sein? Wo ist mein Invent? What? Ich kann nichts davon benutzen. Aber sprinten kann ich. Okay, ich gehe einfach davon aus, es wird gleich erst freigeschaltet. Geht hier drüber? Okay, ich scheine auf jeden Fall noch auf so einer Ebene zu sein, wo ich noch ein bisschen was von... Ja, wollte ich gerade sagen, wo ich von oben noch ein bisschen was mitbekomme. Okay, hier sind Bäume. Hier durch. Oh, ist echt dunkel, ne? Door's locked. Aber, okay. Das Schloss scheint alt und rostig zu sein. Also wahrscheinlich kann ich irgendwie einen Hammer finden oder sowas. In seinen Games davor war es ja meistens so, dass es keine komplexen Puzzles oder sowas hatte. Man findet im Laufe des Spiels einfach sehr viele Gegenstände, die man behält und immer mal wieder irgendwo benutzen kann. Und besonders das Pacing bei seinen... Rutsch da runter? Boah, was ist das denn für eine... Jesus Christ. Okay, hier würde ich nicht runterlaufen wollen. Das ist, glaube ich, der beste Weg, um sich sowas von das Genick zu brechen. Heilige Scheiße. Willst du nicht irgendwas haben, wo ich mich festhalten kann an der Seite? Also ich sehe hier nicht mal mehr was. Pretty dangerous. Wieso geht meine Taschenlampe nicht? Immer noch nicht. Vielleicht wird mein Charakter die einfach noch nicht anmachen. Weil er denkt, hey, so dunkel ist es jetzt ja auch nicht. Okay. Moment, ich muss mal gucken. Muss doch irgendwo... Ist Helligkeit? Nein. Resolution? Nö. Meter, Feet, Inches. Inches? Wer will denn Tiefe in Inches messen? 14.228 Inches tief. Okay, ist hier was drin? Okay, ich sehe wirklich nichts. Ich hoffe, ich kriege jetzt wirklich einfach gleich meine Taschenlampe. No? Okay. Ist hier was drin? I don't... Okay. Hier vielleicht. Pick up my supplies. Das, stimmt. Er hat doch eben im Intro erwähnt, dass er seine ganzen Supplies hier gelassen hat. Ja, okay. Inventory, a flashlight. Mausklick to snap a photo. Okay. Ich merke schon. Wait, what? Die Kamera ist equipped mit einem speziellen Sensor, der Energien in der Nähe entdecken kann. Wenn der Wert unbekannter Präsenz ansteigt, ist irgendetwas in der Nähe. Woher willst du wissen, was irgendwas ist? Aber na gut. Die Kamera ist auch in der Lage, zu messen, wie tief du in der Erde drin bist. Vergiss nicht, warum wir hier sind. Es ist mein Ziel, so viele Bilder wie möglich zu machen. Wenn es lebt und sich bewegt, werde ich davon so viele Bilder wie möglich machen. Okay. Left click to capture a picture. Ich merke schon, der Entwickler ist ein sehr, sehr großer Fan von mach Fotos von gruseligen Sachen in einem Horrorgame, ne? Alle seine Spiele hatten bis jetzt diese Mechanik. Und ich muss sagen, ich bin ein Fan davon. Weil es zwingt dich halt dazu, dass du trotz Horror und Angst dazu gezwungen bist, um ein bisschen aufzupassen. Auch beim Jumpscare, bam, ein paar Bilder zu machen. Ja, was passiert, ne? Nix. Okay, ich kann so viele Bilder machen, wie ich will. Okay, die Meta-Anzeige wird wirklich die ganze Zeit angepasst. Ich habe meine Facecam wahrscheinlich oben links. Da oben steht aber einfach nur... Na, wahrscheinlich mache ich es oben rechts bei dem Video, oder? Ich mache es ein bisschen weiter drunter. Whatever. Ihr werdet schon sehen. Ich erkläre nichts. Ihr seht, was oben links steht. Fuck you. Sehr schön. Habe ich meine Glowsticks? Kann ich die wieder mitnehmen? Ich habe keine Ahnung. Fuck. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ja, yeah, I should use them these wisely as they may come in handy later. Ja, das wäre gut gewesen. Lockpicking Set, das ist gut, dass du sowas mitgenommen hast. Du bist ein smarter Mann. Wo war das? Wo? Hier war irgendwas abgeschlossen, ne? Ja. Gehen wir weiter. War da was? Ich dachte, irgendwas im Hintergrund gesehen. Okay, ich gehe mal davon aus, dass... Wait, what? Hat mein Charakter Kopfschmerzen oder sowas? Ich habe gerade unten links so Adern gesehen, die rot aufgeleuchtet sind. Das könnte entweder bedeuten, dass ich nervös werde oder dass ich in irgendeiner Form Damage bekommen habe. Was haben wir hier? Okay. Und so beginnt meine Journey, also meine Reise. Ich bin ohne Probleme an den Sicherheitsleuten vorbeigekommen oder an den Sicherheitsmaßnahmen vorbeigekommen und beginne jetzt den Abstieg in die Purple Lavender Mine hier 1968. Warum sollte jemand das Ja dazu sagen, wenn er das gerade macht? Der geht doch nicht davon aus, dass es
500 Jahre später gefühlt nochmal sich jemand anhört oder sowas. Okay. Ich glaube nicht, dass ich so tief gehen werde, aber tief genug, um eine großartige Geschichte über meine Funde zu schreiben. Lass uns sehen, was passiert. Steve out. Oben rechts steht, dass das Tape heißt My Journey into Hell, Depth 666. Ist das vielleicht das Buch, was er schreiben wollte? Was hat er so genannt oder sowas? Who knows? Na gut. Jetzt schon Ebene 2? Geht schnell. Ja, ich meine, Ebene 1 soll halt auch wirklich nicht gefährlich sein, aber wahrscheinlich die ganze Vorräte. Das heißt, er war schon mal hier unten. Wenn ich jetzt im Horror gewesen wäre, wäre es ein bisschen komisch gewesen. Ist jetzt aber wieder ein sehr großer Fan von der Art, wie er das Spiel wieder aufbaut. Sehr ruhig. Nichts Krasses. Und eine interessante Idee, dass wir oben links wirklich sehen, ob irgendwas in der Nähe sein könnte. Ich weiß ja nicht genau, wie er das messen will. Unknown Force 4. Okay. Kann ich zoomen oder so? Nein. Mal 16. Hearted Area. Okay, hier soll man... Wurf. Irgendwas? Nein. Hier sollte man einen Helm tragen. Ich hoffe, ich trage einen Helm. Okay. Okay. Ich sehe, wie es läuft. Das ist cool gemacht. Sobald ich ein Foto mache, sehe ich in dem Moment nichts mehr. Das heißt, wenn ich wirklich in Gefahr bin und Fotos machen würde, würde ich mich damit halt selbst ein bisschen sabotieren. Weil ich nicht mehr sicher weglaufen könnte. I like it. I like it. Stop. Hammer time. Okay. Ist das hier einfach ein Loch? Scheint so. Übrigens, fantastische Performance von dem Spiel. Wollte ich gerade mal. Da muss ich wahrscheinlich runterspringen. Wie ist das nicht abgebrochen, in dem Moment, wo ich hier draufgesprungen bin? Wahrscheinlich hätte ich erstmal da hinten gucken können, ob da was ist. Aber müsste das nicht komplett umfallen, wenn ich mit dem kompletten Körpergewicht auf ein Brett draufspringe? Aber das Spiel läuft mit 400 FPS gerade. Für ein Indie-Horror-Game ist das beeindruckend. Ich habe schon Indie-Horror-Games gespielt, die viel schlechter aussahen und 30 FPS oder sowas hatten. Also. Respekt, sehr gut entwickelt, sehr clean. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch nicht visuell super anspruchsvoll, hier ein paar Steine und Bretter, aber ich habe das Gefühl, ich sehe gleich wieder was. Und ich habe das Gefühl, ich habe eben was verpasst, weil ich runtergesprungen bin. Ich sprinte einfach mal. Wovor sollte ich Angst haben? Was soll hier schon passieren? Hä? Ich bin aber Unknown Force 0. Ich weiß halt auch nicht, wie sehr ich dem vertrauen kann. Glowstick. Okay. Aha. My Journey to Hell. Okay, ist wieder genau das gleiche. Also, ich schätze mal, der Typ wollte ein Buch hier drüber schreiben. Okay, es wurde mir. Okay, urbane Legenden haben mir gesagt, dass ich hier unten möglicherweise Körper finden, also Leichen finden könnte. Also bin ich mental vorbereitet hier hingekommen. Aber. Mein Magen war auf jeden Fall nicht vorbereitet. Es ist ziemlich traurig, während ich hier stehe und ein aufgehangener Körper direkt neben mir hängt. Und während ich diese Notiz, diese Person vorbereitet hat für mich oder für irgendwen. Okay. Anscheinend hat diese Person ihr oder sein eigenes Leben vor 40 Jahren genommen, aber der Körper sieht immer noch frisch aus. Seltsam. Okay, mir wird ein bisschen schwindelig, aber ich denke einfach, das kommt davon, dass ich diese Leiche gesehen habe. Okay, was ist denn die Notiz? Goddammit, ich hänge irgendwas fest. Mhm. Es tut mir leid, was du hier sehen musst. Niemals habe ich gedacht, dass es jemand zu diesem Punkt kommen würde. Mhm, okay. Die Unterdrückung, die Tests und das Gefühl, wie ein Tier für immer in einem Käfig gefangen zu sein, hat mich gebrochen. Anscheinend wäre ich morgen an der Reihe gewesen, tiefer in die Mine hineingenommen zu werden, aber von dem, was ich gehört habe, würde ich lieber nicht gehen. Das hier ist meine einzige Option, bei Verstand zu bleiben oder nicht mehr bei Verstand zu bleiben. Es tut mir leid, was ich hier getan habe, aber bitte
Legt mich irgendwo hin, wo ich in Frieden liegen könnte. Das ist mein letzter Wunsch. Liebe Grüße, Jacob Robisk. Okay, 1928. Kann ich dich dann irgendwie abschneiden oder so? Warum hat der andere Arsch das nicht gemacht vor 40 Jahren? Ich meine, das heißt, er hängt jetzt hier seit 90 Jahren, ne? Holy shit. Der sieht echt noch ein bisschen frisch aus. Kann ich es nicht mitnehmen oder so? Nein. Okay, verschwindest du gleich, wenn ich weggehe oder irgend so ein Scheiß? No? Okay. Okay, ich habe mehrere Wege, die ich gehen kann. Interesting. Was haben wir denn hier? Oh, hier geht das hier. Schlüssel. Steht da was dabei? Okay. Don't forget to put... Okay, zurück. Okay. In einem... Anscheinend ist das ein Schlüssel für irgendeinen Käfig. Und in dem Käfig ist der Hebel, den ich für den Elevator brauche. Und die... Okay. Und die wurden nicht beieinander aufbewahrt, damit man wahrscheinlich nicht so leicht runterkommt. Eins, was ich mal sagen muss, ist, meistens war bei seinen Games die Story eher der schwächere Punkt des Games. Und jetzt, wie es gerade eben angedeutet wurde, dass hier vielleicht irgendwelche Tests oder sowas gemacht wurden. Ich rechne jetzt nicht mit einer super deepen, philosophischen Story, die uns, keine Ahnung, 12.000 Fragen stellt, über die wir nachdenken müssen. Aber solange es einfach ein gutes Horrorgame ist, ist es das, was ich eigentlich von seinen Spielen meistens erwarte. Hallo? Okay, irgendwas ist hier, wo ich immer wieder hängen bleibe. Ist ein bisschen nervig. Aber wo soll ich denn jetzt hin damit? Ich meine, ich kann nicht zurück. Warte, habe ich irgendwas? Ne, ich habe nichts. Hey, sonst irgendwas? Ich kann es doch nicht benutzen, einfach so, oder? Nö. Oh, for fuck's sake. Sag mir bitte nicht, ich habe da oben irgendwas vergessen, weil ich runtergesprungen bin. Dann geht's hier weiter. Oh, okay. Na gut. Boah, das Geräusch, Alter. Wo? Ey, ist eine interessante Idee, dass das Spiel dir sagt, wenn ein Gegner kommt, weil dann bist du die ganze Zeit nervös. Ein Gegner, wenn irgendwas übernatürlich ist. Nein. Weil hier ist es doppelt so hoch. Wie hier. Aha. Was denn? Okay, das funktioniert. Das macht ihm tatsächlich ein bisschen Angst. Ja, wenn ich hier zurücklaufe, ist er weg, oder? Da geht's nicht weiter. Nein. Okay. Okay. Not bad. Coole Mechanik. Ich war mir vorhin nicht... What? Ich war mir vorhin nicht sicher, ob das gruselig ist oder ob es die Spannung eher wegnimmt. Wenn man halt weiß, wenn was seltsames kommen könnte. Aber ich meine, wenn man zurückdenkt an Fear oder sowas, da war ja auch irgendwann absolut klar. Das war ja immer Action-Sequenz, dann gab es eine Sequenz mit Alma, wo auch immer vor dem Jumpscare sowas der Bildschirm ein bisschen gewackelt hat. Das heißt, man wusste, wenn irgendwas kommt. Und trotzdem hat es funktioniert. Sehr gut. Diese Stiere, die überall sind, ein bisschen komisch, aber das ist ein interessanter Grafikeffekt. Ich weiß nicht, wodurch sowas kommt. Wahrscheinlich, weil alles so einen leichten Glow-Effekt hat, ne? Seht ihr, was ich meine hier so? Es gibt einen gewissen Style. Hat was. Okay, ich gehe sehr tief. Anscheinend ist Ebene 2 und 3 ein großer Unterschied, oder? Ein sehr großer Unterschied. Wird irgendwann passiert während der Fahrt nach unten irgendwas. Man sieht irgendwas an der Seite oder so. Okay, kommen wir irgendwann mal an? What the fuck? Das wäre jetzt der Punkt, wo ich mir Sorgen machen würde. Weil wir sind ein paar hundert Meter weiter unten jetzt eben, oder? Ja, 434 Meter. Ab welcher Tiefe wird's unangenehm? Was Sauerstoff und Hitze los? Ich glaube, Hitze passiert erst nach ein paar tausend Meter, ne? Sag mal nach 1500. Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein erfahrener Bergarbeiter oder Minenarbeiter.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Kilometer unter der Erde wird schon mal unangenehm. Nach 400 Meter vielleicht noch nicht. Aber ja, ich meine, es kann auch sein, dass sie auf dem Berg drauf sind und jetzt immer noch auf einer normalen Höhe sind. Was ist das hier? Aha. Ich sehe, wohin das führt. Ah. Das Spiel will mir erklären, dass es später Möglichkeiten geben wird, wo ich irgendwas gedrückt halten muss, mich dabei umschauen kann und von Seiten irgendwas kommt. Okay. Like, what? Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Okay, würde gerade sagen. Ich brauche Benzin. Wo kriege ich das Benzin her? Wahrscheinlich von hier. Ah, ich habe das da aufgemacht. Was mache ich hier mit? Gar nichts. Okay. Ich muss ja nicht mehr wirklich auf die Zahl oben achten, weil sobald es einmal aufspringt, kommt dieser eine Sound anscheinend. Okay, die Umgebung sieht aber immer ein bisschen gleich aus hier. Schon sehr ähnlich. Aber es ist tatsächlich eine viel größere Umgebung als davor in seinen Spielen, ne? Meistens war es ja. Was soll dieses Hey immer? Vorher scheint es ja immer wirklich in einem Haus gespielt zu haben. Jetzt wirklich mal eine größere Umgebung. Okay. Die Operationen auf der unteren Ebene sind alle optimal. Okay. Die Einwohner oder die Bevölkerung, was auch immer, ich weiß nicht von was, wahrscheinlich einfach die Arbeiter oder sowas, sind immer noch unter Kontrolle und wir glauben, dass wir genügend Level von Rot haben, dass wir einfach genügend Level von Rot haben, die wir benötigen. Okay. What the fuck? Okay, bitte, erlaubt weitere Abstiege in die Mine als Vorbereitung dafür, falls wir doch noch mehr Rot brauchen, was immer Rot ist. Bitte, ich benötige gegen Ende der Woche einen weiteren Report der weiteren Konstruktion. Vergesst eure Masken nicht, Morris Kingston. So wie immer, vergesst nicht, alle Dokumentationen und alle Briefe, die ihr bekommt, zu zerstören. Das hat ja sehr gut geklappt anscheinend. Okay, ist halt dieses typische. Warum ist das rot, wenn ich nicht hingucke? What the fuck? Ach, damit ich die im Dunkeln sehe, ne? Ja, okay. Got it. Ein bisschen komisch, dass die Notizen einfach hier rumliegen, aber ich meine, es ist ja da irgendein Raum. Ich meine, die Räume hier hätten vielleicht ein bisschen mehr Design, hätte ein bisschen mehr designen können als wirklich ein. Als wirkliches Büro oder sowas. Ich meine, es ist einfach nur ein Stein mit dem Tisch. Aber na gut. Vielen Dank für Ihre Notiz. Warum ist die Antwort und der Brief am gleichen Ort? Vielen Dank für Ihre Notiz, Morris. Alles hier ist definitiv noch in Ordnung. Ich mache mir mal ein bisschen Sorgen. Okay. Die News werden immer aggressiver und es gibt immer Finger, die auf uns in PL. War das die Mine hier? Wahrscheinlich, ne? Wie hieß sie hier nochmal? Purple Lavender oder irgendwie sowas? Wahrscheinlich ist die hier damit gemeint. Die News werden immer aggressiver und mittlerweile zeigen viele Finger auf uns. What? Okay. Habe ich irgendwie. Nö. Ich würde sagen, dass ich irgendwie Pillen dabei habe oder sowas. Na gut. Genug Leute sind verschwunden, dass wir mittlerweile ein bisschen verdächtig wirken. Zurzeit. Okay. Die Leute oben über der Mine haben mittlerweile. Pause turning a blind eye? Okay, ja, ich weiß schon, was sie meinen. Sie achten ein bisschen mehr darauf, dass hier unten nichts mehr passiert und sie halten Leute davon ab, die Mine zu betreten. Ist halt die Frage, ob die damit meinen, dass die Leute oben wissen, was abgeht und das deswegen nicht wollen. Aber wahrscheinlich wissen die halt ein bisschen Bescheid. Aber wen halten die davon ab, hier reinzukommen? Arbeiter oder Journalisten oder was? Das ist ja die Frage. Egal. Okay, aber zum Glück sind wir dafür bekannt, dass wir großartige Sicherheit haben. Also Sicherheitskräfte haben. Also können wir davon ausgehen, dass hier niemand hineinkommen soll, der nicht hineinkommen würde, der nicht hineinkommen soll. Okay, falls es irgendwelche Investigationen hier in der Umgebung geben würde, werde ich.
Okay, werde ich dir sofort Bescheid sagen, dass du die Tiefen überfluten solltest, okay? Ist offensichtlich nicht passiert. Das ist ein Brief von vor 80 Jahren. 90 Jahren sogar. Wir wissen nicht, wann es hier spielt. 5. Alright. Ich da durch? Nein. Okay, also es gibt da unten irgendwas, das niemand rauskriegen soll. Wahrscheinlich Experimente, weil der eine Typ das ja geschrieben hat. Oder irgendwelche Tests der Menschen und irgendwas in der Richtung. Und für den Fall der Fälle solltet alles komplett geflutet werden, damit hier nicht rauskommt, was passiert. Aber das ist wohl nicht ganz so abgelaufen, wie die wollten. Waren wir schon? Nein, wir waren noch nicht. Na gut. Meine Angstzustände werden immer schlimmer. Ich habe ein paar Sachen gefunden. Ich habe ein paar Sachen gelesen, die gesagt haben, dass wir anscheinend nicht mehr rauskommen. Selbst wenn ich die Oberfläche erreichen würde, würde ich sofort erschossen werden von dem Militär. Anscheinend ist es sehr leicht hineinzukommen, aber unmöglich wieder rauszukommen. Das macht mir unfassbare Angst und ich will auf keinen Fall tiefer gehen. Ich werde gehen. What? Wenn du zuhörst, wenn yo, dann yo. Ich schätze mal, da hat er einfach vergessen, irgendwas hinzuschreiben. Wahrscheinlich, if you're listening, when you should leave too oder irgendwas in der Richtung. Wenn yo ist wahrscheinlich nicht der offizielle Text, der da stehen sollte. Ich meine, es ist Tag des Releases. Wahrscheinlich sind nur ein paar Bugs im Spiel. Aber na gut. Bolt Cutter. Ist ja die Frage, ob ich damit das eine Ding aufmachen kann, den Schrank, den ich eben gesehen habe. Oder nicht. Wir hatten lange nichts mehr gesehen hier unten. Das Spiel baut sich sehr langsam auf. Waren die eben? Die waren eben noch nicht da. Die waren eben noch nicht da. Okay, hier sind Leute gestorben. Okay, hier sind sehr viele Leute gestorben. Hallo. Okay. War ich hier? Aha. Oh Gott, fucking! Huiuiui. What up? What up, Homie? Du siehst genauso aus wie der andere. Aber es hat funktioniert. Das hat funktioniert. Das meine ich. Wie ich im anderen Spiel gesagt habe. Die Umgebung sind einfach nur fucking Felsen. Das ist genau die gleiche Leiche wie eben. Das ist genau das gleiche Model. Das ist nichts super umständlich gemacht, aber es funktioniert. Das funktioniert. Okay, ich sollte irgendwas von da hinten holen. Ich glaube, ich sollte mal. Nein, man kann sich halt richtig leicht verlaufen hier. Ja, das ist ein bisschen problematisch. Wie viele Glowsticks habe ich? 2. Ich glaube, ich sollte die Glowsticks benutzen, damit ich mich eben nicht verlaufe. Fuck, wo bin ich? Achso, hier kann. Hä? Hierfür waren die Bolt Cutters. Okay. Goddammit, hab ich mich erschrocken. Überraschend guter Scare, weil man halt so auf diese Kreuze fokussiert war. Eieiei. Na gut. Oh, Wasser. Oh mein Gott. 21. Ich weiß nicht, wie gefährlich 21 ist. Okay. Sehr atmosphärisch. Gefällt mir. Ich meine, es ist halt echt keine wirklich gruselige Umgebung. Aber er nutzt das einfach gut. Ich glaube, das ist ein Beweis dafür, wie unfassbar wichtig Pacing ist. Stellt euch vor, wir hätten einfach in den ersten 2 Minuten des Spiels einen aufpoppenden Jumpscare gehabt, als wir uns umgedreht hätten. Einfach eine Leiche, die da ganz kurz ist und dann wieder weg wäre. Das hätte die komplette Stimmung danach sowas von versaut. Aber jetzt ist man die ganze Zeit so ein bisschen. Hä? Vielleicht passiert was. Vor allem, dass wir jetzt zweimal eine Meldung hatten, dass irgendwas in der Nähe ist und wir nichts gesehen haben. Das macht's echt gut. Gas-Container. Mit dem muss ich. Ja, okay. Ach, das ist für einen Shotgun. Ah, vielleicht kommt jetzt was. Oh, das ist so gut gemacht. Oh, und wir können nicht mehr zurück. Was war das? Wieso nur ein Bild von dem? Wieso zählen die anderen nicht? Okay. Mir schwindlig. So sehr ich das Gefühl habe, als ob ich immer noch fallen würde. Es wird immer schlimmer und schlimmer, umso weiter ich nach unten falle.
Okay, vielleicht ist der Luftdruck oder die Tiefe lösen das in mir aus, ich weiß es nicht. Wait, wurde ich nicht gerade angegriffen? Bin ich tot? Werde ich jemals wieder aufwachen? Wait, habe ich einfach nur okay, habe ich einfach nur rumgestanden, während ich ohnmächtig war und habe mir einen Baum angeschaut? Ich verstehe nicht, wie so ein großer Baum hier in dieser Umgebung wachsen kann. Das stimmt. Okay. Goldener Coin, TNT, habe ich andere Sachen noch? Ja, habe ich. Okay. Ich meine, das waren halt eben, wie ich ja eben gesagt habe, das war jetzt einfach fünfmal oder sowas hat er jetzt den gleichen Zombie-Mann benutzt, der wirklich nicht gruselig aussieht, aber es funktioniert halt einfach. Das ist sehr gut gemacht. Wooden Plank. Ich glaube, wir haben einen neuen Budget-Horror-Meister gefunden, der einfach so Basic-Horror budgetmäßig machen kann. Das funktioniert gut. We are turning us into fucking monsters, okay. Alright, wahrscheinlich sind die Viecher einfach irgendwelche Tests... Wesen oder sowas. Ich glaube, die Story wird wirklich nicht sonderlich gut sein, aber whatever. Als Horrorgame funktioniert es bis jetzt echt gut. Oh, sind wir jetzt wieder oben? Okay. Ich würde schon sagen, nicht, dass ich irgendwie festhänge. Oh, Spiel. Danke. So. Okay, wir gehen immer wieder hoch. Ist ein bisschen seltsam. Wollten wir nicht lieber runter? Danke. Runter? Gott, wer hat diesen Weg gebaut? Ist aber nicht sicher. Sie werden von meinem Anwalt hören. Alter, okay. Was ist das hier? Door was unlocked. Schon wieder. Oh! Wait, warum sind wir... What? What? Okay, wir sind wieder hier. Na gut. Oh Gott, wie bin ich? Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich da hinkomme. Ich folge einfach mal dem Weg. Ich denk mal, das wird jetzt nicht so designt sein, dass ich irgendwo ewig rumsuchen muss. Aber irgendwo hier war... irgendwo war die Stelle, wo ich... Ah nein, hier ist was. Ich will nicht nochmal rein. No. Nicht nochmal. Das haben wir erledigt. Nicht nochmal. Die Aufgabe wurde erfolgreich abgeschlossen. Wie schön. So. Achso, ich dachte, es wäre ein Schrank und ich wäre komplett woanders jetzt. Okay, ich traue dem Spiel jetzt nicht mehr wirklich, weil auch vor allem keine Musik mehr da ist. Ist keine Musik, aber ist ein Anfang. Ist mein etwas. Bin ich überhaupt richtig? Die Notizen hatte ich ja eben gelesen. Hier ist der Schrank, kann ich den aufmachen? Was? Wieso? Ich weiß nicht, wieso es jetzt aufging. Was hab ich denn? Wegen Bolt Cutters vielleicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte ich es diesmal öffnen. Okay, hier war der Weg. Oh, damn it. Hätte ich davon getroffen werden können, wenn ich gerade ausgelaufen wäre? Maybe. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, man kann sein Spielen gar nicht sterben. Oder? Ich meine, in keinem Sinne spielen konnte man sterben. Ich glaube, es ist einfach immer nur atmosphärischer Horror. Bis jetzt. Und ich kann sagen, dass irgendwas anders sein wird. Okay. Ein Moment, was zu trinken. Wie schön. Ist das nicht der Moment, wo wir eigentlich vielleicht wieder nach oben gehen sollten? Wir wurden von irgendwelchen Zombie-Männern angegriffen, die vor 100 Jahren gestorben sind. 25. 30. Eieiei. Ist Ebene 6, 666 Meter unter der Erde? Wo sind wir jetzt 666 Meter unter der Erde? Weil das, irgendwas wird damit passieren. Die werden... What? Wir fallen jetzt auf 666 runter, oder?
dann einfach dran vorbei. Na gut. Okay, gut. Das war 100... What the fuck? Wir sind wieder genau der gleiche Typ. Der einfach da rum... Der steht sogar in der Luft. Das ist so trashig, aber es funktioniert einfach. Good shit. Ah, oh, goddammit. Not bad. Das war hundertprozentig eine kleine Spielerei, damit... Das ist einfach nichts, oder? Okay. Das war hundertprozentig eine kleine Spielerei, damit das jeder bei 666 damit gerechnet hätte, dass das passiert, vor allem, weil es einen Tape halt so hieß. Und dann war halt nichts da. Er bleibt kurz vorher stehen. Dann geht er dran vorbei und dann ist der Scare kurz danach. Das ist smart. Das ist alles sehr, sehr smart. Ah, okay. Alles, was übrig ist, übrig bleibt, ist weiter runter zu gehen. What? Okay. Ich wurde nicht erschossen, als ich an der Oberfläche angekommen bin. Aber ich wurde... Okay. Der Entwickler spricht nicht normalerweise Englisch, aber das ist sehr lustig. I was met with hostile men. Er meint wahrscheinlich hostile men. Also feindselige Männer. Aber hostile sind halt Jugendherbergen-Männer, die diese großen Waffen auf mich gerichtet haben. Okay. Jeder weiß, was gemeint ist. Die mir gesagt haben, dass ich hier nach unten soll. Ich hätte nicht Nein sagen können, aber ich bin mir sicher... Also ich hätte Nein sagen können, ich bin mir sicher, sie hätten mich erschossen, wenn ich das getan hätte. Mir fällt nicht ein, was ich sonst noch sagen könnte. Und ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen könnte. Okay. Meine Welt dreht sich komplett aktuell und literally and figuratively, okay, wortwörtlich und metaphorisch. Sind das Angstzustände, die ich gerade habe? Habe ich möglicherweise gerade eine psychische Attacke, einen Angriff, einen mentalen Angriff, wortwörtlich? Na gut. Ja, das Writing ist nicht super smooth, aber ich glaube, Writing und Story sind jetzt echt nicht so die starken Punkte. Oh, ich wünschte mir, der Typ wird sich irgendeinen richtigen Writer suchen oder sowas, der sich eine gute Story überlegt und der hier wird einfach die Horrorelemente übernehmen. Weil, goddammit. Horror hat der drauf. Horror hat der wirklich drauf. Ich meine, alles ist ein bisschen trashy und wirkt ein bisschen low budget. Aber wenn er sich so ein paar Leute noch suchen würde. Und so ein Team aus 3 Leuten oder sowas. Mit einem talentierten Writer, das könnte absolut großartig sein. Aber bis jetzt bin ich auch ein Fan hiervon. Es hat einen gewissen Charme und ich habe ein bisschen unangenehme Gefühle. Ich weiß halt nicht, was denn noch alles macht, weil ich habe das Gefühl, die Jumpscares, die er manchmal raushaut, können übel sein. Oder zumindest die Horrorideen, die er hat. Okay. Goddammit, es wird wirklich ein bisschen unangenehm hier unten jetzt. 1000 Meter unter der Erde. Ja, okay, wir haben ein paar Mal Dynamit auf jeden Fall. 3 Sticks required. Wir haben 2. Wir brauchen 3. Okay. Also einmal TNT noch irgendwo finden. Was wäre denn gewesen, wenn ich einen TNT verpasst hätte? Was wäre denn jetzt hier los? Goddammit. What? Okay. Die Umgebung ist schon ein bisschen boring, ne? Aber... Was ist das denn? Okay. Kann ich das irgendwie... Nein? Ich kann gar nichts machen. Okay. Ich frage mich, ob es wieder mehrere verschiedene Enden gibt, je nachdem, wie viele Fotos ich mache und so. Weil bis jetzt hatten alle seine Games mehrere Enden tatsächlich. Nicht nur gut und schlecht, es sind meistens 3, 4, 5 verschiedene. Je nachdem, was man macht. Da hinten geht es weiter, aber ich glaube, das ist... Was ist denn das da? Das ist ein Energiekasten oder was? Keine Ahnung. Glowstick. Gelb. Oh, jetzt eben war blau, oder? Ich glaube, die sind einfach nur dafür da, damit ich weiß, wo ich bin. What? Okay. Vielleicht hat er selbst gemerkt, dass irgendwann ein bisschen... Ach, das sind Coins. Ich dachte, das wäre einfach die Öffnung von dem Fass. Die Kollision ist manchmal noch ein bisschen buggy. Ich laufe teilweise einfach gegen Kanten und kann nicht mehr weiterlaufen. Gelb 3. Weiß, okay, keine Ahnung. Ich denke...
Jesus. It's like he vanished. Yeah. Wow, der Sound. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich damit gemacht. Kannst du da hochlaufen? Dankeschön. Gold Coin Device. What? Sehen, was das ist. Ich habe hier oben eine Anzeige, die 64% anzeigt. Hier, achso. Biohazard Number. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber irgendeine Form von... Oh, nicht schon wieder. Von Vergiftung, Verstrahlung, irgendwas. Ist auf jeden Fall eben hochgegangen. Goddammit. Okay. Ich bin drin, Spiel. Ich bin drin, du hast mich. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Dahin war ich noch nicht. War ich hier schon? Ja, da war ich eben. Okay, hier bin ich vorne eben rechts eingegangen. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier weiter. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. 65? Wait, what? Okay, also ich habe nicht unendlich Zeit. 66. Nicht gut. Müll? Sure. Ist das der Weg nicht eben? Hier war... Okay, wofür ist dieser Weg hier? Hey, 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 hey. Okay. Hier war ich. 67, fuck. Okay, ich muss... Irgendwo... Entweder... einmal TNT finden... oder den letzten Schalter, um die Tür hinten zu öffnen. Beides möglich. Vielleicht war ich hier noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Vor allem, wenn die Umgebung sich halt ab und zu ein bisschen verändert, bin ich mir nicht sicher, ob Gänge, von wo ich gekommen bin, einfach wieder zu sind. Oder ob ich da einfach noch nicht war. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe einfach überall lang und gucke, ob sich irgendwas verändert. Weil ich meine, das hat ja eben auch schon ein paar Mal was gebracht. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Oder bin ich von hier gekommen? Spiel? Du bist kurz eingefroren. Bedeutet das was? Kann ich hier... Der bringt dann gar nichts. Da vielleicht beleuchtet den kompletten Raum. Hallo? Kiste? Bin ich von hier runtergesprungen? Ich glaube, ich bin von hier runtergesprungen. Nee, gar nicht. Da oben habe ich irgendwas eingesammelt. Bin dann hier. Ja, ja, ja. Also ich bin nicht von hier gekommen, aber ich war hier schon mal. Und nachdem ich da oben war, sind diese ganzen Kreuze gespawnt. Yep, yep, yep. Okay, ich frage mich, ob... wenn die Zahl auf 100% ist, ob ich dann einfach sterbe? Oder was dann passiert? Ich habe keine Ahnung. Fucken. Aha, okay. Wait, 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 wait. Wait, what? Ah, nee, 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 okay, 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 okay. Sehr unangenehm. Aber sehr gut gleichzeitig. Ich meine, es war hier. Nee, gar nicht, ich muss ja... Das Dynamit kriege ich ja wahrscheinlich da hinten. War das hier? Ist dunkler als eben, oder? Ja, hier geht's weiter. Okay, ich schätze, hier kriege ich ein Dynamit. Load with end up. Oh, hier passiert da irgendwas, Mann. Lass mich verarschen. Was? Mars, Uranus... Mond, Erde. Was? Die Reihenfolge, wie... Das kann ganz viel bedeuten. Okay, ich gucke mich erstmal weiter um. Das kann bedeuten, wie groß die Sachen sind. Ich muss sie anordnen. Es kann sein, dass ich irgendwelche anderen Sachen...
nehme ihm den Schlüssel weg. Ohne mich zu bewegen. What the fuck war das? Sehr seltsam. Ich schätze, es hat funktioniert. Okay. Ah. You ever wonder how many trees are in space? Oh fuck, oh no. Oh, das... Oh, ja, okay. Ja. Ja, okay. Ich soll zurücklaufen, mir die ganzen Dinge angucken, die ich gefunden habe, die Farben davon merken. Schauen, wie viel von den Zeichnungen, von den komischen Ästen da dran waren. Und dann ein Passwort, je nachdem, eingeben. Oh Gott, das wird schrecklich. Na gut. Irgendwas hier ist in der Luft, irgendwas ist in der verdammten Luft. Du fragst du dich jemals, warum Bäume und Pflanzen 1000 Meter unter der Erde wachsen, kein Sonnenlicht, kein Boden, nichts. Und es ist wie ein verdammter Wald hier unten. Okay, ich schwöre, ich atme irgendwas ein, was ich auf jeden Fall nicht einatmen sollte. Mein Kopf tut weh, mein Magen fühlt sich an, als ob er explodieren würde. Und ich fange an, seltsame Sachen zu sehen. Es wird immer schlimmer und schlimmer, umso tiefer ich gehe. Ich habe diese Dinger gesehen, Mann. Ich habe sie gesehen und ich beginne zu denken, dass sie genauso sind wie ich. Nee, dass sie genauso waren wie ich. Dass sie diese Minen erkunden wollten. Dann wurden sie gefangen, infiziert und wurden zurückgelassen, um mental zu sterben, komplett alleine. Ich möchte nicht, dass das passiert. Ich möchte wirklich nicht, dass das passiert. Yep. Sag bitte, dass es ein Weg zurück ist und schneller. Ich muss jetzt echt komplett zurücklaufen, den ganzen Weg. Irgendwas passiert auf dem Weg zurück jetzt, oder? Oh, nee. Ey, das ist wirklich ein Rätsel, dass ich keinen Bock habe. Das ist so ein typisches, oh, ich würde es gerne googeln, was die Zahl ist. Aber wenn man halt eine der ersten Personen ist, ich habe es noch niemand auf YouTube hochgeladen. Ach, hallo Kreuzer. Ist es halt so ein kleines Problemchen? Na gut, dann machen wir es halt auf den richtigen Weg, ha? Oh, ich habe mir jetzt einfach merken, sonst die gesehen habe. Es war klar, dass die irgendwas bedeuten. Mars wahrscheinlich, Mars 5. Ich schreibe für Rot 5. Rot-Braun 5. Wo ist denn jetzt hier irgendwas zum... Da. Ja, darauf kann ich mal schreiben. Ich depp. So. Okay, Rot 5. Ich denke mal, das ist der Mars. Da kann ich nicht durch, ne? Doch. What the fuck bist du? Ich hab keine Ahnung. Bist du Uranus? Gelb? Ich weiß es nicht. 7? Gelb 7? Oder soll das der Mond sein? Das ist so ein Grau. Naja, es ist gelb. Okay. Fucking hell. Es ist so still. Das gefällt mir nicht. Ich bin bei 76%. Das gefällt mir auch nicht. Habe ich mir einfach zu viel Zeit gelassen? Das ist der Mond. Mond 3. Okay, wenn ich das letzte nicht sofort finde, renne ich einfach zurück und probiere die letzte Zahl für random aus, oder? Ich meine, das letzte müsste die Erde sein. War Erde dabei? Ich meine, es gab eine Erde. Ich habe keine Ahnung, aber ist egal. Die letzte Zahl kann ich erraten. Im Notfall. Wenn ich es jetzt nicht zufällig auf dem Weg zurückfinde. Fuck it. Fuck it, fuck it, fuck it. Ich meine, es gab ein blaues. Das habe ich noch nicht gefunden. Also, ich habe es vorhin gesehen, aber ich meine, eins von denen war blau. Ich glaube, Erde war auch eins von denen, was ich finden musste. Ich habe mir jetzt nicht gemerkt, welche Planeten das waren. Hier vielleicht? Ich laufe mal kurz überall lang, wo ich was finde. Ich meine, hier war eins, oder? So um die Ecke. Nee, da nicht. Vielleicht hier? 78. Fucking hell. Nope. Okay. Wie komme ich denn hier und dann irgendwo links, ne? Mein ich. Ja, hier lang. Ging es, glaube ich, zurück. Nein? Fuck.
Ah. Weil? War er da doch nicht dabei? Das ist auf jeden Fall 8. Okay. Eisplanet? Keine Ahnung. Vielleicht soll es die Erde sein. Ah, blau. Blau 8, okay. Wir haben zumindest alle Zahlen. Das ist gut. Okay, Dinger waren jetzt zumindest nicht so schlimm versteckt, wie ich vorhin dachte. Aber. Oh, ich hab mich erschrocken, weil ich auf meine scheiß Maus gedrückt habe. Well done. Absolutely well done. Okay. War hier der Weg? Glaube ja. Ja. Dass nichts passiert ist gerade auf dem Weg zurück, ist seltsam. Vielleicht passiert jetzt irgendwas. Alright, so. 5. 5, 7. 5, 7, 3, 8. Was? 7, 5, 3, 8? Was? I don't get it. What? Mars? 5? 7? 3, 8? You ever wonder how many trees are in space? Ich raff's nicht. Hab ich einfach den falsch aufgeschrieben. 5, 7, 3, 8. 8, 3, 7, 5. Halt. Mars. Ich meine, warte mal, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich jetzt irgendwie. Ich meine, Erde und Mond sind ja klar. Ich guck mal kurz, was Uranus für eine Farbe hat, aber ich denke mal nicht rot. Oder ist irgendwas komplett falsch jetzt? Nee, Uranus ist gelb. Nicht gelb, blau. Was? Waren da mehr Planeten als 4? Das könnte sein. Ja, aber dann gibt's sogar keine Erde. Fünf, acht, drei, irgendwas. 5, 8, 3, 1. 5, 8, 3, 2. Nein, fucking. 5, 8, 3, 2. 5, 8, 3, 3. 5, 8, 3, 4. 5, 8, 3, 5. 5, 8, 3, 6. 5, 8, 3, 7. Okay. Soll das. Was? 5, 8, 3, 7. Das heißt, der gelbe Planet war die Erde? What? Verstehe ich nicht. Wir haben auf jeden Fall jetzt super viel TNT. Wahrscheinlich gab es verschiedene Möglichkeiten, wie man das Rätsel lösen konnte. Entweder hat man halt viele. Wir haben jetzt alles gelöst einfach. Aber ich verstehe nicht, wieso. War das eine nicht gelb und es sollte einfach Erde sein? Das war wegen dem Licht vielleicht ein bisschen komisch gefärbt? Weil ich meine, es waren ja doch die 4 Zahlen, die ich mir aufgeschrieben habe. Aber in der falschen Reihenfolge. Komisch. Hä, what? War hier nicht der Weg? Das haben wir schon gehört. Hey, what? Wo muss ich denn lang? What? Was habe ich hiermit überhaupt gemacht? Keine Ahnung. Strange. Na gut. Ach, hier ging es weiter. Ah, okay. Also ging es zurück, meine ich. Na gut. So, ich meine jetzt gleich hier rechts, wenn nicht irgendwas auf mich zukommt wieder. Ich vertraue dem Mist nicht. Das hier, ne? Ich hab keine Ahnung. Hier. Ja. Das ist echt keine Umgebung, der man sich gleich zurechtfindet. Okay.
Achso, okay. Bei der Metalltür. Aber wie mache ich das denn? Ich habe sie gar nicht angezündet. Ich habe einen Detonator dabei, ne? Ja, okay. War das hier? Ich habe echt Probleme, mich hier zurechtzufinden. Sieht alles gleich aus. Ich dachte, hier wäre der Weg. Nee, der war da vorne. Hier genau, ne? Hier. Hier oder da? Kannst du mehr als 2 Meter nach vorne gucken? Das wäre ein bisschen hilfreicher. Irgendwann werde ich wo ankommen, wo es weitergeht. Und hier durch? Ne, das war da, wo ich festhing. Ich glaube, da oben war die Stelle, wo ich einmal runtergesprungen bin, ne? Glaube ja. Ich weiß, es war irgendwo hier in dem Bereich, wo ich lang muss. Aber ich sehe halt einfach nicht, wo es weitergeht. Ist das hier? Ja, hier ist richtig. Okay. Es ist ein sehr ruhiges Horrorspiel und es gefällt mir. Es gibt keine Gegner, die mich verfolgen. Das wäre in dem Spiel wirklich nervig. Wenn mir die ganze irgendwas hinterher rennen würde oder so ein Mist. Das würde auch nicht tatsächlich so gut reinpassen. Toll, 3 Wege. Gut. Wir merken uns Licht. Und wir merken uns. Wie ging das? Glowstick? Warum ist der rot? Whatever. Okay. Das ist. Okay, schön. Dann hier. Nichts. Doch. Rescue Team. Schöner Name für einen Erfolg. Was haben wir eigentlich eben eingesammelt? Irgendwas? Wann habe ich den Schlüssel eingesammelt? Ich habe keine Ahnung. 89%, da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Aber ich meine, wir haben auch eben irgendwas, irgend so ein Collectible oder sowas eingesammelt. Ich dachte, es wäre ein Gegenstand, den wir dabei haben. Einen Erfolg dafür bekommen? Aber ich gucke danach nach, weil wir haben echt nicht mehr viel Zeit, glaube ich. Ich weiß nicht, was irgendwas bedeutet mit dem Timer, aber ich glaube, man darf sich jetzt echt nicht mehr so viel umschauen. Leider. Oh, for fuck's sake, wie viele Gänge sind das denn? Boah, ey. Okay, ich glaube, man soll sich nicht wirklich viel Zeit lassen im Spiel. Man soll ein bisschen durchrennen. Wenn ich jetzt wirklich einfach verrecke bei 100%, wäre das ein bisschen traurig, ne? Aber ich meine, ich habe doch bei 65% angefangen. Das heißt, so super schnell geht es jetzt auch nicht. Moment, wo bin ich? Hä? What? What? Hier war ich doch schon. Wie ist das denn jetzt passiert? Was? Was? Wofür brauche ich denn die Axt jetzt? Okay, irgendwas werde ich damit aufschlagen können. Oder? Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Soll ich vielleicht an dem Typen vorbei, den ich gesehen habe mit der Axt? Vielleicht. Vielleicht? Probieren wir es mal. Strange. Hallo? Ach, ich kann an dir vorbei einfach. Okay. Na gut. Ja, wahrscheinlich wäre ich eh nicht weitergekommen ohne Axt, ne? Wait, what? War das komplett optional, die ganze Scheiße mit der Axt? Fuck my life. Das war. Oh, das hätte ich nicht machen müssen, oder? Ich hätte nichts davon machen müssen, glaube ich. Das war einfach komplettes optionales Puzzle, wahrscheinlich für ein gutes Ende. Ich meine, immerhin. Vielleicht brauchen wir am Ende eine Axt und jetzt haben wir eine. Immerhin. Deswegen haben wir auch diese Maschine da angemacht, um den Weg hier aufzubauen. Ich dachte, wir können den Typen nicht vorbei, weil der halt so direkt davor stand. Ich kann hier von dem vorbeirennen, der macht nichts. Okay, 93%, schön, wir sind gleich tot. Goddammit. Ah, deswegen ist die Zeit hier auch so fies, ne? Oder halt so eng. Weil man eigentlich nicht hier 20 Minuten im Kreis rennen sollte, um die Rätsel lösen wollte. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt wirklich beeilen. Ja, okay, rennen. Oh, ich will aber eigentlich. Oh Goddammit, ich hoffe, ich sterbe nicht einfach, wenn das abläuft. Das ist ja doof. Warum sind wir immer noch Ebene 4? Müssen wir nicht Ebene 5 sein?
Oder kommt die Meldung gleich erst, wenn wir ein bisschen weiter reingegangen sind? Jetzt. Drei. Okay. Toll. Nach dem Jetzt und vor dem 3, 2, 1. Hätte besser laufen können. Ich habe echt nicht mehr viel Zeit. Scheiße. Dreh ich einfach durch, ein Spiel ist vorbei. Das wäre sad. Das wäre wirklich sad. Na gut. Scheint aber ziemlich linear zu sein, ja? Oh, oh. Autsch. Me ankles. Mir Knochen gebrochen. Knöchel. Oh. Do not enter. Yeah. Let's see about that. Das sind sehr große Türen, ne? Guck mal, wie groß die im Vergleich zu mir sind. Oh, oh. Behind you. What the fuck just happened? Behind you, Fragezeichen? Der mag irgendwie immer die gleichen Tricks in seinen Spielen. Die er immer wieder macht. Verliere ich noch Prozente? Also geht die Prozentzahl noch hoch? Ja. Right. Fucking run, dude. Ich sterbe im Outro. Goddammit. Aber ich habe die Axt. Ich will was mit der Axt machen. Yo. I'm running. Es sind noch viel zu viele, ich schaffe das nicht zeitlich. Ich muss einfach hoffen, dass das Spiel nicht einfach ausgeht. Also dass man nicht einfach stirbt und sagt, hey, bad ending, get fucked. TNT schon wieder. Wenn du hier noch mit bei mir bist, danke. Ich bin froh, dass du meine Geschichte weiterführst. Ich weiß nicht, ich fühle mich einfach müde. Es hat angefangen zu regnen. Achso, okay, glaube ich, weil es hier unten angefangen hat. Nein. Weil es hier unten überflutet wurde. Das haben die oben gemacht, weil die verstecken wollen, was hier unten passiert. Das haben wir eben gelesen. Glaube ich. Also, weißt du. Ich wollte einfach nur... Beyond? What? Okay. Ich wollte einfach weitergehen ins Weitere. Sehen, was weiter passiert. Ich weiß nicht, ob ich wirklich Sinn ergebe mit dem, was ich sage. Aber weißt du schon, es geht einfach weiter. Es hört nicht auf, es geht einfach weiter. Du hast vielleicht gedacht, dass es aufhört, aber es geht, weißt du? Okay. Wie du meinst, Dude. Ergibt sehr viel Sinn, was du sagst. Wichtig. Die Sachen geraten langsam außer Kontrolle. Ich kann nicht alles in Ordnung halten, wenn wir über 50 Leute verarbeiten und halten jeden Tag. Sie beginnen über die Türen drüber zu klettern und... Okay, und sie mit Waffen zu bedrohen, wird immer ineffektiver. Ich brauche Hilfe, sonst werden die uns hier komplett überschmeißen. Das eine war 5, das war 20. Wie, 20 Münzen? Oder was willst du? Oder eine Schlüssel mit einer 20 drauf? Okay, 5, 20? Ich glaube, es waren, ob sie es alle gesehen haben. Vielleicht ist das ein Code später. 99, wir sind gleich, was weiß ich. Vielleicht erklärt das aber auch nur... Oh, was kann ich machen? Axt. Nee. Was? Wie nimmst du das denn mit? Oh, gleich 100. Vielleicht bedeutet es aber einfach nur, ob wir eins von zwei Enden bekommen. Und dann jeweils, ob wir die Axt dabei haben, ist nochmal ein anderes Ende. I don't know, maybe. Bitte kill dich jetzt nicht einfach. What? Wir sind bei 100%. Bäume. Okay, ich hoffe mal, dass das nicht super schlimm ist. Okay. Ziemlich dunkel hier unten. Ist hier unten irgendwas? Ich meine, da kann ich hoch, aber... Aha. Das wollte ich nicht. 101%, alles klar. Ich habe gehört, wie ein paar Erwachsene über die Welt draußen reden und großartige Sachen
die es so draußen gibt und dass sie sich schlecht fühlen, dass sie hier drin gefangen sind. Ich weiß nicht, es ist gar nicht so schlimm hier unten. Ich habe Freunde, eine Familie und alles, worüber wir reden, ist über uns. Oh, okay. Vielleicht werden ja eines Tages die ganzen Soldaten die Monster draußen töten. Da würde es sicher für uns sein, rauszugehen. Vielleicht sollten wir versuchen, rauszuschleichen. Okay. Ich finde, seine Games haben immer so einen Anflug von interessanten Thematiken, aber die werden nicht so richtig erforscht. Wie jetzt halt hier, dass einfach Menschen halt in so einer Welt unter der Erde groß werden und einfach nichts anderes kennen. Aber, what? Okay. Aber es wird halt nicht so wirklich weiter thematisiert, einfach so ein, zwei Nachrichten oder ein, zwei Sätze, die mal hier und da vorkommen. Wir sind übrigens 1500 Meter unter der Erde. Sehr schön. Okay, drei sind aufgewachsen zu passenden Einheiten. 334313. Ich werde diese drei am 24. Januar rüber transferieren. Aber für die Zeit bis dahin, bitte schickt mir nicht noch mehr weitere Einheiten hier runter. Wir haben zu wenig Hütten und Betten. Und ich werde niemanden auf dem Boden schlafen lassen. Okay, also manche der Leute, die unten gearbeitet haben, haben sich ein bisschen um die Leute gekümmert. Anscheinend. Okay, du bist aufgegangen. Gar nicht seltsam. Du gehst zu, sobald ich reingehe. No? Wait, ist gar nichts drin. What the fuck? Warum bist du aufgegangen? Ich hoffe echt, dass diese scheiß Axt irgendwas wert sein wird, ne? Das wird jetzt einfach aufgesammelt. Okay. Schon wieder der gleiche Zombie-Mann wie immer. Wie geht's dir? Das bricht doch bestimmt nicht ein. Die sind einfach aneinander gelegt. Okay. Oh wow, ich habe komplett vergessen, was ich sagen wollte. Ups. Yep. Yep, 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 yep. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Prost. Bleiben wir auf 1666 stehen. Vielleicht ist das Ebene 6. Ich meine, Ebene 5 scheint jetzt wirklich die Behausung für die Leute gewesen zu sein. Die Ebene drunter ist wahrscheinlich das, wo die Tests durchgeführt werden, wo wir jetzt rauskriegen, was mit dem wirklich passiert, ne? Ja, komm. Do it. Schade. Okay, wir scheinen wirklich so zu sein. Wir müssen wieder auf 100% runter. Oh. Good shit. Yeah, but why? Dafür haben wir die Axt, um den Baum jetzt kaputt zu schlagen, oder?
Gibt es mir nicht mal die Möglichkeit? Oder habe ich einfach zu lange gewartet, während weil ich den Text lesen wollte? Es hätte nicht so sein sollen. Also es war nicht so gedacht. Okay, ich fühle, wie mein Körper stark reagiert hat auf das, was ich die ganze Zeit eingeatmet habe. Vielleicht habe ich einfach zu lange gebraucht. Okay, ich kann. Okay. Ich kann alles davon fühlen, aber ich kann nichts davon kontrollieren. Ich habe alles verloren, alles. Sobald die Mine überzementiert ist, werden all diese Geheimnisse der Mine für immer verloren sein. Okay, ich werde niemals rauskriegen, wer diese Tragödie verursacht hat. Vielleicht ist es aber auch besser so. Ja, aber wir wissen doch gar nicht, was los war. Ich meine, hier wurden Leute umgebracht, meinte der eine eben. Und das Blut hier unten hat den Baum wachsen lassen, durch den Baum. What? Oh Gott, damn it. Und durch den Baum hat er irgendwie. Der Baum hat irgendwelche. Irgendein Gas losgelassen, wodurch die Leute durchgedreht sind. Aber. Blood Trees found, 1 von 3. Easter Eggs located. God damn it. Ich glaube tatsächlich, ich hätte gerade den Baum fällen können, wenn ich einfach nur weiter geradeaus gelaufen wäre. Aber ich habe halt gedacht, hey, ich warte lieber und lass den Typ mal ausreden und lese dann einfach mal durch, was der sagt. Bevor ich da irgendwas mache. Kann ich einfach beim. Ne, es gab keinen Save-Punkt, meint er ja, ne? Oh Gott, fucking hell. Na gut, dann war es jetzt einfach unser Ende. Ich würde ja eigentlich. Es gibt ja keinen. Ich will jetzt auch nicht komplett alles durchspielen. Nochmal, nur mit diesem Baum drüber umzuhaken, weil die Story war jetzt auch nicht unbedingt der Fokus des Spiels. Und ich bin auch meistens bei sowas kein Fan davon, mehr als ein Ende zu spielen, weil ich finde immer, das, was man einmal gespielt hat, ist die Story, die man selbst erlebt hat. Und, wenn man halt nochmal ein anderes Ende macht, dann schafft man ja quasi ein Paralleluniversum, wo es zwei Enden gleichzeitig gibt. Und ich finde, das macht dann die Story ein bisschen kaputt. Ich weiß, viele von euch mögen es immer, wenn man sich mehrere Enden von einem Spiel anschaut oder sowas. Aber ich mag das nur ganz, ganz selten. Ich finde es meistens cool, wenn man für ein Ende spielt, dann hat man da einfach eine Narrative, die man erlebt hat. Ob die dann halt positiv oder negativ ausgeht, ist mir im Endeffekt sowieso egal. Es geht mir nur darum, ob die Geschichte selbst cool ist. Aber ich gehe mal davon aus, wir hätten mit der Axt den Baum abhacken können, wenn wir einfach ein bisschen geradeaus gelaufen wären. Und noch dazu wäre es wahrscheinlich darauf angekommen, ob wir über oder unter 100% sind. Und je nachdem gibt es dann halt verschiedene Enden. Ich glaube, wir hatten gerade das Schlechteste, weil das Spiel dachte, wir hätten die Axt nicht gehabt und weil wir krank waren. Wahrscheinlich gibt es dann noch eins, wenn wir den Baum abhaken und über 100% sind. Wahrscheinlich lösen wir dann halt einfach das auf, dass halt nicht mehr weitergeht, aber wir werden trotzdem zu einem der Monster und wenn wir die Axt abhacken, wenn wir den Baum abhacken und unter 100% sind, kommen wir wahrscheinlich noch raus. Oder zumindest sind wir halt kein Monster und sterben vielleicht normal da unten. Ich denke mal, das sind die drei Enden, die es gibt. Würden zumindest am meisten Sinn ergeben. Aber ja, er meinte am Ende, ihm wurde gesagt, er soll da unten einfach mal Menschen umbringen, aber er wusste auch selbst auch nicht, wieso. Ja. Okay, Story ist jetzt auf jeden Fall nicht unbedingt der Fokus des Spiels gewesen. Der Horrorfaktor war in der ersten Hälfte sehr gut, in der zweiten Hälfte hat er ziemlich nachgelassen, muss ich sagen. Aber ich mag den Entwickler. Ich mag den Entwickler sehr. Der hat es irgendwie drauf, mit sehr wenig Budget und Assets und vielen und mit wenigen Möglichkeiten, die er wahrscheinlich hat, ein gutes Horrorspiel zu machen. Das hier war jetzt schwächer als Suite 776 und A Girl's Fabric Face, finde ich. Einer von euch meinte, dass das der gleiche Entwickler ist, der auch ein Indie-Horror-Game gemacht hat, was ich vor 5 oder 6 Jahren mal gespielt habe. Oh, ich habe wieder vergessen, wie das hieß. Eins, wo man mit der Kamera rumläuft und es ganz viele Jumpscares hatte. Es kann auch sein, dass es gar nicht der gleiche Entwickler ist. Aber auf jeden Fall hat er noch zwei Gratis-Spiele, die ich wahrscheinlich auch irgendwann demnächst nochmal spielen werde. Aber das war jetzt Depth 6. Wenn ich es eine Bewertung geben müsste. Ja, ich finde, bei so 1-Stunden-Games ist eine Bewertung immer ein bisschen schwierig. Aber ich würde sagen. Die Story ist wirklich schwach. Die Story ist schwach, aber ist auch nicht unbedingt der Fokus des Spiels. Es ist ja irgendwie so ein bisschen trashig alles. Aber irgendwie hat es trotzdem funktioniert. Ich finde schade, dass die Fotomechanik nicht öfter genutzt wurde, aber der Anfang des Games war gut. Anfang des Games war sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist eine 6,75. Bis 7. Irgendwo sowas um den Dreh. Ich würde sagen 6,75. Aber hat schon Sympathien. Ich glaube, wenn ich am Ende irgendwas anderes gemacht hätte, wenn es am Ende vielleicht irgendwie noch eine kleine Auflösung für die Story gehabt hätte, wäre es vielleicht eine 7. Nicht unbedingt eine Auflösung, aber zumindest halt ein befriedigendes Ende für die Story. Was auch ein bisschen Sinn ergibt.
oder in irgendeiner Form halt irgendwas erklärt. Oder zumindest einen dazu anregt, sich selbst was zu überlegen, in irgendeiner Form. Ja, Horror war halt, war sehr gut in der ersten Hälfte, dann hat es echt nachgelassen. Die erste Hälfte fand ich stark, aber zweite hat es dann, ein bisschen runtergezogen. Aber na gut. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen enttäuscht, weil seine beiden Games davor wirklich, weil ich die beide sehr mochte. Aber ist trotzdem stärker als viele andere Horror-Games, die von einem Entwickler gemacht wurden, finde ich. So um den Preis. Ich glaube, das Spiel kostet 4 Euro. Dafür ist okay, für die Länge. Kaufempfehlung, ja, why not? Ich meine, es ist ein Entwickler, der jetzt einfach alleine Horror-Games macht. Dafür ist voll okay. Für die Länge. Ich meine, The Shore hat jetzt vielleicht eine halbe Stunde länger gedauert. Ne, nicht mal 10 Minuten länger gedauert als das hier. 20 Minuten länger. Und hat 22 gekostet oder sowas. Ich meine, da war bei The Shore war vielleicht ein bisschen mehr Inhalt als hier, weil hier bist du im Prinzip immer durch den gleichen Schächte gelaufen, die immer gleich aussahen, ein paar Sachen gemacht. Aber das Konzept mit der Höhe, wo man drauf, man hätte alles ein bisschen mehr nutzen können vielleicht. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich umso weiter ich unter der Erde war, mehr Horror oder sowas erlebt habe. Ja. Und dass ich wahrscheinlich das Ende verkackt habe, ist auch ein bisschen doof. Ein paar kleine Bugs und sowas, aber ich meine, so erst heute rausgekommen oder halt vor ein paar Tagen, je nachdem, weil ich das Video hochlade. Ja, 6,75, aber ich werde dem Spiel trotzdem eine positive Bewertung geben, glaube ich. Allein, weil es, ja, für den Preis ist es in Ordnung, wo ich beim Preis kommt es ja eh nicht drauf an, bei einer Bewertung gebe ich ja eh immer keinen Faktor auf. Ja, aber ist trotzdem leicht überdurchschnittlich. Hätte das Spiel jetzt viele trashige Jumpscares gehabt, dann würde ich es wahrscheinlich ziemlich nervig finden, damit wäre es sehr weit runtergerissen. Aber das Pacing war gut, das Ende war nur ein bisschen enttäuschend. Na gut. Das war Depth 6, leicht enttäuschend, aber trotzdem sympathisch. Das sind meine Abschlussworte dazu. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen nach oben da.